Dankeschön. Ich weiß, was ihr denkt. Ich habe mir diesen Bart nur wachsen lassen, um mein Doppelkinn zu verdecken. Und meinen Bierbauch auch. Beim Arzt habe ich erfahren, dass ich dick bin. Und hässlich. Und ein schlechter Liebhaber. Und das war erst im Wartezimmer. Der Arzt bat mich in sein Sprechzimmer rein. Er sagte mir, setzen Sie sich, Herr Armstrong. Nein, nicht auf meinem Schoß. Er sagte mir, Herr Armstrong, wenn Sie mit dem Trinken nicht aufhören, werden Sie bald sterben. Ich fragte, warum? Er sagte, weil das mein Bier ist. Er sagte, warum sind Sie hier? Ich sagte, weil meine Eltern nicht verhütet haben. Dann habe ich ihm von der Beule an meinem linken Hoden erzählt. Er sagte, Hosen runter. Ich sagte, das ging mir entschieden zu schnell. Er sagte, bitte, machen Sie die Hosen runter. Ich sagte, erst nach dem dritten Termin. Ich bin doch keine Schlampe, habe ich gesagt. Dann sagte er in einer tiefen Stimme, bitte, Herr Armstrong, machen Sie die Hosen runter. Und ich sagte, Sie zuerst. Dann hat er ein paar Kerzen angezündet und eine Flasche Champagner geöffnet und eine Barry White Schallplatte aufgelegt. Die hat die Hosen sofort runtergemacht. Jeder hat seinen Preis. Und der Arzt hat mich dann in den Hoden gepackt. Und es ist mir wie eine Zeitlupe vorgekommen. Ich dachte, dieser Arzt geht mir langsam auf den Sack. Er sagte, Houston. Ich sagte, Dallas. Weil ich das Spiel nicht so richtig begriffen habe. Er sagte, nein, nein, Herr Armstrong, ich will, dass Sie husten. Ich sagte, Herr Doktor, Sie haben meine Hoden in der Hand. Sollen wir uns nicht langsam duzen? Er sagte, husten Sie, und zwar sofort. Und ich habe gehustet, ich musste, er hatte mich bei den Eiern. Er hat die Beule an meinem linken Hoden untersucht und er sagte, wissen Sie, was ich denke? Krebs. Und ich sagte, falsch, Löwe. Aber dann hat er ein paar Tests gemacht und jetzt glaubt mein Arzt, dass die Beule an meinem linken Hoden mein rechter Hoden sein könnte. Also, damit kann ich leben. Wisst ihr, manchmal beim Sex lasse ich meine Fantasie spielen. Ich stelle mir vor, dass ich nicht alleine wäre. Ich habe Telefonsex probiert. Es war sehr teuer. Ich habe mir ein iPhone in den Arsch geschoben und er musste ein neues kaufen. Das war nicht mein iPhone. Er musste meinen Kumpel erzählen, sein Handy ist im Arsch. Aber die Vibrationsfunktion bei Apple ist der Hammer, oder? Das nächste Mal benutze ich einen Selfie-Stick, dann kriege ich das Ding wieder raus. Dankeschön, vielen Dank, das war's von mir. Danke sehr.
Let's go!